Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die besten Szenen. Fantastic Gondolas war in Lech am Arlberg angesagt. Eine exklusive und sehr besondere Veranstaltung. Am Samstag, dem 12. Dezember, fand in Lech am Arlberg die Veranstaltung Fantastic Gondola statt. Vom Dorf aus fuhren bis 2 Uhr nachts eine Disco sowie eine Kulturgondel auf den Rüfikopf. Oben am Berg war dann Party angesagt. Unterschiedliche internationale DJs sorgten für gute Stimmung. Mit dabei war auch das Topmodel Eva Pattberg mit ihrem Mann der Pike. Sie legten als Headliner auf der Outdoor-Bühne auf. Also wir sind das zweite Mal bei den Fantastic Gondolas. Vor 2 Jahren waren wir schon mal hier, da hieß es noch Cineasta Gondolas. Und das ist natürlich eine einzigartige Atmosphäre. Also es gibt sonst kein Event, wo man oben auf dem Berg im Schnee spielt. Also zumindest für uns bis jetzt gab es das noch nicht. Und es ist einfach ziemlich einzigartig. Visuals waren überall zu sehen, egal ob am Berg, die Bergstation oder das Bergrestaurant. Auf 2350 Meter Höhe wurde die Nacht zum Tag und die weiße Kulisse auf einmal bunt. Also wir kommen mit Feuerei Projektionskunst, das ist unser Künstlername, wirklich viel in der Weltgeschichte herum. Aber da in Vorarlberg, in Lech, da oben am Rüfikopf, das gibt's nicht. Ja, das haben wir auf der ganzen Welt noch nicht gesehen. Und es ist definitiv einmalig, hundertprozentig. Gibt's sonst nirgendwo. Als Vorarlberger Act war das Skischuh-Tennis-Orchestra vor Ort. Im Bergrestaurant zeigten sie den Besuchern, was die Vorarlberger unter Partystimmung verstehen und heizten den Besuchern so richtig ein. Soweit zu Fantastic Gondolas. Im Studio durften wir diese Woche Thomas Ebster von iFlow begrüßen. Das Interview gibt's jetzt. Thomas, einen Monat ist es her, da bist du relativ bekannt geworden durch eine Fernsehsendung bei unseren Kollegen von Fox, Höhle des Löwen, hat es geheißen. Wie geht's dir seither? Ja, wir haben die Verkäufe sehr steigern können. Ist natürlich unglaublich, da war 3 Millionen die Quote und ist natürlich für uns eine sensationelle Werbung als kleine Firma. Uns gibt es ja erst seit 3 Jahren und hat sich einiges getan. Thomas, was viele nicht wissen, iFlow, eine waschechte Vorarlberger Firma. Ja, wir sind ein blutendes Unternehmen, machen richtig tolle Qualität, Jacken, Hardware etc. Und ja, wir sind natürlich stolz darauf, ein Vorarlberger Betrieb zu sein, vor allem, weil ja Vorarlberg auch als Textilland immer noch bekannt ist. Und es gibt in Kürze auch ein ganz neues Produkt, Made in Vorarlberg. Ja, wir haben also SnapCap entwickelt in einem Tiefziehverfahren. Ein Vorarlberger Unternehmen macht das für uns, der Hager Kunststoff. Und ja, echt made in Vorarlberg, darauf sind wir stolz, weil wir auch Vorarlberger sind und bringen wir nächsten Frühling auf den Markt. Freuen wir uns schon sehr drauf. Langsam aber sicher wird's. Kurz nochmals zurück zur Höhle des Löwen. Gibt es schon erste Eindrücke, was alles noch geschehen kann mit dem starken Partner Jochen Schweizer? Ja, wir haben jetzt schon in kurzfristig 1000 Daunenjacken für einen Jochen Schweizer produziert, die er in seine Musterkollektion bzw. auf die Homepage aufgenommen hat. Wir machen Stirnlampen für ihn, für seine Abenteuerurlaube. Und ja, unsere Homepage war noch ein bisschen schwach vor der Sendung. Mittlerweile haben wir auch gute Verkäufe über die Homepage. Und das war ganz wichtig für uns. Und nochmal, der Bekanntheitsgrad ist jetzt größer geworden und wird noch größer werden hoffentlich und da sind wir sehr zufrieden. Das Ski- und Snowboardfahren gehört im Winter einfach mit dazu. Damit die sportliche Betätigung jedoch zum Vergnügen wird, gibt es einige Regeln, die man beachten sollte. Wir in der Mülz haben uns dazu was überlegt, dass wir diese Verhaltensregeln auf die Tafeln angebracht haben. Und unsere Skilehrer können diese Tafeln besuchen und bringen diese Verhaltensregeln unseren Kunden näher. Zu beachten ist, dass die FIS-Regeln auch abseits der Pisten, also im freien Skiraum, gelten. Ja, wir sind bei der FIS-Regel Nummer 2, Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise. Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Schnee- und witterungsbedingten Verhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen. Die 10 Regeln decken grundsätzlich alle Situationen ab, welche auf der Piste eintreten können und helfen dabei, sich richtig zu verhalten. Wir sind bei der FIS-Regel Nummer 4,
überholen. Grundsätzlich kann aus allen Richtungen überholt werden. Aber immer jedoch, dass der vordere Ski- oder Snowboardfahrer in all seinen Bewegungen genügend Raum hat. Sollte es jedoch auch trotz Einhalten der FIS-Regeln zu einem Unfall kommen, besteht wie im normalen Straßenverkehr auch die Pflicht zur ersten Hilfe. Wichtig ist dabei auch, dass man sich auf der Piste stets ausweisen kann. Ja, wir sind bei der FIS-Regel Nummer 6. Anhalten und stehen bleiben. Jeder Ski- und Snowboardfahrer sollte nicht an unübersichtlichen Stellen stehen bleiben. Wenn er gestürzt ist, sollte er, wenn möglich, diese Stelle baldmöglichst verlassen. Auch gut zu wissen ist, wie man sich beim Auf- oder beim Abstieg verhält. FIS-Regel Nummer 7. Auf- und Abstieg. Hat ein Skifahrer oder ein Snowboarder aufgrund eines Sturzes oben etwas verloren, muss er einen Aufstieg machen. Dies hat er am Rande der Piste zu tun. Wenn man sich die insgesamt 10 Verhaltensregeln zu Gemüte führt, ist gewährleistet, dass die Sicherheit für alle steigt. Soweit zu den Verhaltensregeln im Skigebiet. Am Donnerstag startete eine neue Epoche der Star Wars Saga. Unsere Kollegen von Voll.at fieberten mit dem Star Wars Fanclub Vorarlberg der Premiere entgegen. Alexander Obmann vom Star Wars Fanclub Vorarlberg. Wie viele Leute sind eigentlich bei euch dabei? Also wir haben jetzt derzeit 17 Mitglieder, wobei nur ein, zwei auf der Warteliste stehen. Was ist denn da mehr vertreten? Seid ihr mehr Rebellen oder seid ihr eher auf der dunklen Seite der Macht? Ja, also wir waren am Anfang eher auf der dunklen Seite der Schokolade, also der Macht eigentlich zu Hause, aber mittlerweile hat sich das Ganze wieder ausgeglichen. Wir haben gleich viel Rebellen und jedes dabei als wir Imperiale. Was ist am beliebtesten? Also am beliebtesten sind bei uns die Sturmtruppen, wobei es noch die alten sind von den ehemaligen Filmen. Und jetzt aber, durch das, dass jetzt der neue kommt, wird es aber über Zukunft sicherlich auch mit neuen Sturmtruppen gefüllt werden bei uns. Wie kommt ihr eigentlich zu euren Kostümen? Also unsere Kostüme, das ist eine Wissenschaft für sich. Wir haben da jetzt mittlerweile, aufgrund unserer Erfahrungen, brauchen wir sehr viele Leute in Europa, die uns da diese Teile besorgen, weil das ist ja kein 0815 Kostüm, die wir tragen, sondern die sind zu 99% filmakkurat und die müssen mehr oder weniger von Europa rundherum zusammengezogen werden, damit wir eine Uniform zusammenbringen. Vor dem Wetter gibt es auch heute wieder etwas Tolles zu gewinnen beim Ländle TV Adventsgewinnspiel. Ich drücke Ihnen wie gewohnt die Daumen, verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann, tschüss. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. Bum, 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 bum. Hallo, ich bin der Markus Linder, Kabarettist und Musiker. Und im Dezember hat man nicht nur ab und zu einen Stress, weil man spät dran ist mit den Geschenken. Nein, man fragt sich ja, was schenke ich derer oder dem, die schon alles haben? Und ich habe da eine Idee. Man schenkt Erlebnisse, Konzerte, Kabarettvorstellungen, Theater und Vorträge. Und bei allen dieser Sachen habe ich einen Lieblingspartner, nämlich Ländle-Ticket. www.ländleticket.com. Und in dem Sinn wünsche ich viel Erfolg beim Verlosen von dem Gutschein. Alles Gute! Mitmachen und gewinnen ist angesagt. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Ticket an studio@leindle-tv.com oder senden Sie uns eine SMS an 0650 66 59 835 und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Der Sonntag verläuft sonnig und meist wolkenlos, die Temperaturen bleiben wie in den Vortagen mild, nur vereinzelt kann es zu morgendlichem Hochnebel kommen. Am Montag bleibt es beständig, abgesehen von einzelnen Wolkenfeldern zeigt sich vereinzelt die Sonne, die Temperaturen ändern sich wenig. Am Dienstag ist es wolkig, bei Temperaturen von 5 bis 11 Grad.